Leute, heute schauen wir uns ein Video von dem lieben Paluten an. Und zwar heißt das Video 11 Jahre Paluten. 11 Jahre schon macht er YouTube. Ist das nicht krass? Leute, da gehen wir direkt rein. Vergesst nicht bei Palle ein Like und ein Abo dazu lassen. Und wir reagieren jetzt darauf. Mein YouTube-Kanal hatte Geburtstag. Er ist jetzt einfach 11 Jahre alt. Hey, warte mal kurz. Palles YouTube-Kanal ist 11 Jahre alt. Ich muss ganz kurz wissen, wie alt meiner ist. Hä, 15.7. Hä, meiner ist über 11 Jahre alt. Ist mein Kanal älter als Palutens Kanal? Wollt ihr mich verarschen? Niemals, oder? 17.10. 15.7. Mein YouTube-Kanal ist älter. Oh nein. Krass, ich hab das gar nicht mitbekommen. Ja, toll, meiner ist über 11, toll. Vor genau 11 Jahren habe ich eine Entscheidung getroffen, die mein Leben komplett verändert hat. Ja. Das stimmt. Jeder Gamer träumt davon. Jeder, der Computerspiele träumt irgendwie davon, sein Hobby zum Beruf machen zu können. Mit Videospielen, mit dem Zocken von Videospielen tatsächlich Geld zu verdienen. Zu der Aussage würde ich ganz gern kurz was sagen und würde sie ein bisschen ändern. Denn ich glaube, nicht jeder Gamer... Oh mein Gott, ich hätte gern die Cap, merke ich gerade. Ich sitze hier mit Mütze, mit T-Shirt, das passt gar nicht. Aber ich hätte gern die Cap, Halle. Träumt davon. Ich denke, einige Gamer haben auch den Traum, Pilot zu werden zum Beispiel. Aber ich wollte damit nur sagen, mein Traum war es zum Beispiel, immer mit Videospielen auch irgendwie, weißt du, meinen Lebensunterhalt zu verdienen. Und als ich Kind war, war das, was am nächsten dran war, irgendwie Spielejournalist zu werden. Weil sowas wie YouTube, das gab es noch nicht. Es gab auch kein Twitch oder sonst was. Hauptsächlich haben sich Leute mit Gaming beschäftigt, die entweder Spiele programmiert haben oder über Spiele berichtet haben. Und ja, dass es jetzt sowas gibt und also und ich glaube, ich spreche da auch mittlerweile für viele Leute, die eben das Ziel haben, irgendwie in diese Games-Branche da irgendwas mitzumachen. Aber natürlich ist es nicht jeder. So, ich brabbel hier auch rum. Sorry, Leute. Alter. Ja, so viele Jahre, ne? Zeit verfliegt. Moin Leute, herzlich willkommen zu einer Runde. Er hat so viel davon gemacht. Er hat von jedem Game so viel gebracht, ne? 2022 eingeblendet, da ist jetzt leider mein Gesicht gerade drüber. Das waren die ganzen Projekte, die wir dieses Jahr wahrscheinlich dann so durchgehasselt haben. Und damit, moin Leute, herzlich willkommen. Oder auch noch im letzten Jahr. Zu Minecraft Flucht 4. Moin Leute. Weil, kurz zur Info, am, oh Gott, 17.10.2012. Da muss ich kurz im Kopf rechnen. Genau, und deswegen sind auch noch Projekte von 2022 dabei, weil natürlich Flucht hatten wir im Dezember. November oder so, glaube ich. November, gemacht. Dezember, soweit ich weiß. Aber ich bin auch kein Experte. Ja, gute Zeit. Soll ich mich mal wegmachen? Ja, alles gut, mach dich weg oder ich mache einfach so. Perfekt, dann haben wir das auch geklärt. Ich glaube, ich bin im Weg, Leute. Es tut mir leid. Wo geht Palle hin? Ich gehe mal ganz kurz nach unten. Ja, komm ich hier. Ich komme dir gegenüber. Alles gut, Palle, dann sind wir gegenüber. Dem Typen über mir nicht im Weg bin. Ja, oh, Hitman war auch so geil. Ich fass mich die ganze Zeit an. Das hat so gebockt. Am morgigen Tag spiele ich zum ersten Mal Hitman. Moin, nein, ich gehe nach oben. Herzlich willkommen zu meiner ersten Folge von Polybridge. Immer dieselbe Cap. Immer Snapback. Immer Snapback. Immer Snapback. No joke. Lellos, dem besten Gebrauchtwagenmarkt in ganz Deutschland. Darf ich dazu ganz kurz was sagen? Ausnahmsweise. Und zwar hänge ich gerade beim Autohändler-Simulator, bin ich in einer kleinen Zwickmühle. Und zwar warte ich verzweifelt auf das neue Update. Weil aktuell haben wir, abgesehen von Autos sammeln, nicht wirklich viel zu tun. Deswegen warte ich aktuell auf das neue Update mit neuen Autos, mit einer neuen Map. Und dann geht's auf jeden Fall weiter. Moin Leute! Ich glaube 2023, ich glaube dieses Jahr habe ich nicht einmal mit Paluten gespielt oder geredet. Ich glaube, oder? Vielleicht höre ich mich auch. Black Ink. Geile Projekte wieder am Start. Zu einer neuen Stadt bei City Skylines. Ja, da gibt's heute den zweiten Teil. 5 Millionen als erster deutscher Gaming-YouTuber in Deutschland. Das ist schon krass, das 5 Millionen ist heftig. Ist eine wirklich tolle Sache. Moin Leute, am heutigen Tag spiele ich zum ersten Mal FC 24. Vor 11 Jahren hat so ein Typ gesagt, oh, ich mach, Das war ein Erlebnis. Wirklich. Er fährt so ein Porsche, weißt du?
Ich habe nicht mal einen Führerschein und der fährt Porsche auf so einer Rennstrecke. Was ist denn das? Warum habe ich keinen Führerschein? Ich glaube, wir sollten mir echt Autofahren mal beibringen. Also ich mir selber natürlich nicht, das geht ja gar nicht. Also würde bestimmt schon gehen, irgendwie YouTube-Tutorials oder so. Geht ja alles heutzutage, aber wäre halt nicht offiziell möglich, glaube ich so. Aber ja. Ja. Falle von mir wirklich noch. Ah! Wie wär's denn das? Ach, das ist mir ich. Ah! Diesen Kuss. Herzlichen Glückwunsch. Sei dir auf jeden Fall vom Herzen gegönnt. Du hast es auf jeden Fall verdient. Das ist stimmt. Das, was der gesagt hat. Falle ist so, wirklich so ein Hardcore-Grind. Das ist insane. Ich muss mir da so eine Scheibe abschneiden von so einem Ultra-Grind. Das ist krank. Mies Respekt, wirklich. Respekt an Paluten, was er da aufgebaut hat. Bleiben gegönnt. Sehr, sehr wild. Ich gönne ihm das 100%. Alles Gute weiterhin. Ja, der Revi ist von 2012 oder so. Das ist der aktuelle Revi. Du entwickelt hast, wirklich. Ich glaube, Palle ist derjenige, der sich so wirklich am meisten treu geblieben ist. Ja. Also für mich muss ich ehrlich sagen, der heftigste Gaming-YouTuber deutschlandweit, Paluten. Wenn mich jemand fragen würde, wirklich Paluten. Immer Paluten. Ich mache das Ganze jetzt seit 11 Jahren. Das Gefühl, das ist also ist ja daily eigentlich 11 Jahre, ne? Das ist wirklich verrückt. Nonstop, ohne Pause gefühlt. Erstmal so schnell nicht los. Nee. Ich glaube, das wird auch noch länger dauern. Und ich hoffe, ihr seid auch weiterhin am Start. Ich denke, es kommen noch viele coole Projekte. Boah, ich sehe es schon. Paluten. Ey, 20 Jahre Paluten. What? Das kann man sich gar nicht vorstellen, ne? Aber, mark my words, 20 Jahre Paluten. Irgendwann wird es kommen, Alter. In 9 Jahren, oh mein Gott. Wie krass wäre das, oder? 20 Jahre Paluten wäre schon insane. Ey, hoffentlich kommen noch viele geile Projekte. Ich hab Bock. 11 Jahre YouTube mit Paletto. 5,1 Millionen Abonnenten. 5 Milliarden. Auf. Es gibt 7 Milliarden Menschen ungefähr auf der Welt und 5 Milliarden haben es gesehen. Ja gut, jetzt nicht 5 Milliarden unterschiedlich, aber Leute haben es doppelt und dreifach gesehen, ne? Gefühlt jeder in Deutschland kennt ihn. 7600 halt Videos. Also 7600, sorry, dass ich die ganze Zeit unterbreche, aber ich muss jetzt ganz kurz zusammenrechnen, wie viel ich habe. Ich habe hier 400 Videos auf meinem Main-Kanal. 400, 445 macht so, sagen wir 850 einfach, sagen wir. Oh, ich habe so viele, 850. Oh, ich kann, 1100, 1200 Videos habe ich ungefähr. 1200 und Palat einfach... Sechsmal so viel. Sechsmal. Dass ihr mir das ermöglicht, dass ich so einen geilen Kram machen kann. Die Reise geht weiter. Ja. Toll. Fertig, dankeschön. Ja. Ey. Das war's. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. irgendwie habe ich das Gefühl, ich habe schon mal irgendwie alles so ein bisschen gesagt, aber irgendwie auch nicht und weiß jetzt nicht. Ich wiederhole mich wahrscheinlich, aber es ist mir egal. Danke für freaking 11 Jahre. Danke, dass ich diesen Kram machen darf. Gerade auch dieses Porsche oder dieses Porsche-Erlebnis hat mir auch nochmal gezeigt, wie krass das einfach ist, in einem Porsche zu sitzen auf einem Event, wo ich über den Nürburgring fahre. Und klar, der eine oder andere hat auch gesagt, ja, Paluten, aber das kannst du kannst dir doch auch einfach einen Porsche kaufen. Ja. Ja, true, kann er. Er kann sich auch gefühlt ganz Porsche kaufen. Aber ich verstehe das Prinzip doch nicht, Leute. Ich könnte mir definitiv einen Porsche kaufen, aber das ist ja gar nicht mein Ziel oder das, was ich aktuell verfolge, jetzt irgendwie einen dicken Porsche zu kaufen. Mein Ziel ist es, das Haus fertig zu machen, meine zukünftige Familie abzusichern, meine Eltern abzusichern, mich versteht ihr, was ich meine? Dieses Event und auch diese Möglichkeiten zu bekommen, wenn man auch mal einfach bedenkt, wo ich gestartet bin in meinem damaligen Kinderzimmer. Ich habe zwar noch studiert, aber das ist eine andere Sache. Und Mieten in Hamburg waren teuer. Auf jeden Fall da in diesem grünen Zimmer mit dem Computer, wo ich am Anfang mir nicht mal die Facecam leisten konnte. Und dieser Weg auch einfach... ich kenne das mit Facecam, ich konnte mir auch keine leisten, deswegen habe ich, bis ich 1 Million Abonnenten hatte, nicht einmal Facecam-Videos gemacht, Leute. Ist halt, ja, verständlich, ne? Ich glaube, mein erstes Facecam-Video war wirklich mit einer teuren Kamera, davor nie. Krass eigentlich. Alles, was passiert ist, Umzug nach Köln, Umzug nach München, plötzlich eigener Hausbau...
das sich manchmal auch vor Augen zu führen, zu halten oder sonst was. Es tut mir leid, ich stammel hier gerade, aber das blubbert jetzt auch gerade aus mir raus. Das ist einfach verrückt und letztlich mit etwas, was ich schon gemacht habe, seit ich ein kleines Kind bin. Ich weiß nicht, mit wie vielen Jahren ich meine erste Konsole bekommen habe, aber ich war noch ein kleiner Steppke. Ich war, glaube ich, 7 oder so. Da habe ich meine Leidenschaft für Computerspiele gefunden und jetzt irgendwie, dass ich das beruflich machen kann, ist einfach ein unheimlich großes Privileg. Und das jetzt auch schon seit 11 Jahren machen zu können. Das ist ein Traum, der wahr geworden ist. Und ich hoffe, ich werde nicht irgendwann aus diesem Traum aufwachen, sondern ich hoffe einfach, dass es noch lange weitergeht. Wie lange, das weiß ich nicht. Ich versuche es so gut es geht zu genießen. Es würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mich weiterhin auf dieser Reise begleitet. Ja. Und ja, was anderes. Also, lass mich, ich muss ganz kurz nachdenken. Ich glaube, ich habe alles gesagt, was ich sage. Ach so, danke an alle YouTube-Kollegen, die eben gerade noch so nette Worte rausgehauen haben. Also das freut mich natürlich sehr. Das Problem ist, ich muss jetzt gleich, mir ist eine Sache nämlich heute Morgen aufgefallen, hier war ja immer Weihnachtsmini-Paluten 2.0, den habe ich auf der Baustelle vergessen. Das ist mir aufgefallen. Ich hatte ihn mitgenommen und jetzt, ich habe ihn da stehen lassen. Der steht neben dem Handwerkerkühlschrank. Um das Ganze zusammenzufassen, wie immer ein Wort, was das Ganze am besten beschreibt. Dankeschön. Ja. Und auf die nächsten 11 Jahre. Ich hoffe, ich darf im nächsten Jahr wieder ein Video machen, wo ich mich für 12 Jahre bedanke. Das wäre auf jeden Fall eine coole Sache. Aber jetzt bin ich erstmal froh, hier am Start zu sein. Und es geht weiter mit Videos. Let's go. Danke. Ah, ja, das war's, Leute, wirklich. Ich kann von mir aus auch nur Danke sagen. Ich habe zwar nicht 11 Jahre YouTube gemacht, ich mache jetzt, glaube ich, YouTube seit 2016. Das sind insgesamt so 7 Jahre. Es müssten, glaube ich, 7 Jahre jetzt sein, wo ich YouTube mache. Ist natürlich nicht so krass wie Palle, aber trotzdem danke für jeden Einzelnen, der die Videos schaut. Danke auch, dass ich jetzt meinen 4. Kanal hier führen kann. Yay, 4 Kanäle, warum Maxi, warum so viele? Ich weiß auch nicht. Okay, ja, das war's. Danke und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Hab euch lieb und bis zum nächsten Mal. Ciao! Und Palle, herzlichen Glückwunsch für 4 Jahre oder so. I don't know.